Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's ja, Gate, der Enhanced Edition. Ja, wir sind immer noch auf Baldurats Insel, wobei wir jetzt gerade die Flucht antreten. Durch diese Gefilde hier. Und wir dringend mal rasten sollten eigentlich. Haben wir noch Heilzauber? Ja, wir hätten noch Heilzauber. Aber benutzen wir die... Ne, die benutzen wir jetzt, weil sonst kriegt Kegane zu viele davon ab. Sänger der Nacht. Gebt so. Worum geht es diesmal? Ich habe auch noch Heilfähigkeiten. Ja? Das ist Zauber, hier ist die Heilung. Jal Kales. So, Safe machen. Und rasten. So, Kegane sieht schon wieder ziemlich frisch aus. Wie kann ich helfen? Ein bisschen nachheilen können wir ihn noch. So, noch einmal. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wunsch ist. Hier ist nichts. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Wenn das euer Wunsch ist. Wie kann ich? Ihr braucht nur zu fragen. Für. Aber natürlich, Schätzchen. Ah. Hey, Werwölfe. Von eurer Sorte? Nö. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Ja, mit Vergnügen. Wie kann ich? Ich werde mich okay, im Handumdrehen darum kümmern. Hier ist eine Sackgasse. Für mit Vergnügen. Worum geht, wie ihr wünscht. Aber natürlich, Schätzchen. Ah, ein Trank. Oder mehr Tränke, besser gesagt. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Ja, aber natürlich, Schätzchen. Noch ein Trank. Was hat sie jetzt noch Getränke? Kälteschutztrank. Sturmriesenstärke. Ja, verkaufen sollten wir dann auch bald mal. Weltkarte wollte ich nicht. Falsch. Ich wollte hier weg. So. Ah, wieder zwei Werwölfe. Tach. Kommt ruhig her. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen.
zu fragen. Wäre mir recht, wenn ihr nicht mich umbringt. Hi. Schätzchen. Kumpel. Du bist hartnäckig, ja? Ja? Jai Kalesnau. Ja, wenn das. Gut, jetzt bist du hinüber. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Für euch. Aber natürlich, Schätzchen. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wenn das euer Wunsch ist. Okay. Dein hat bei Gain guten Schaden angerichtet. Ja, aber natürlich, Schätzchen. Noch ein Schnelligkeitsöl, nehme ich gerne. Abwehrtrank vom Nicht. Mal ein Quicksave, da war wieder ein Wolf. Bleibt zurück und gebt Acht. Wie kann ich helfen? Ganz ehrlich, ihr kriegt mal ein paar magische Geschosse. Was ist es diesmal? Gut. Olos sah für euch. Aber natürlich, Schätzchen. Maps sagt, es geht eigentlich nur noch da oben lang, aber hier liegt noch Tränke rum. Regenerationstrank. Oh, den können wir mal Gain schlürfen lassen. Schnelligkeitsöl und ein Abwehrtrank. Wobei, hat jemand gerade Abwehrtränke? Ja, sie. Gut. Aber natürlich, Schätzchen. Dann geht's jetzt eigentlich nur noch hier oben weiter. Worum geht es diesmal? Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, mein, wenn das euer Wunsch ist. So, wenn wir jetzt gucken, haben wir alles aufgedeckt, ja. Passt nicht mal hier wirklich in die Karte rein. So groß ist das hier. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Ihr braucht nur zu fragen. So, und wir sind jetzt wieder auf der Nordinsel. Also auf dem Nordteil der Insel. Weil hier war ja das Schiff versteckt. Genau, was wir hier schon teilweise sehen konnten.
Und da ist Keishas Khan. Ihr habt getan, was ihr musstet, aber nun ist es genug. Das war's. Hier werdet ihr sterben. Warum sollten wir kämpfen? Wir können immer noch mit eurem Schiff das Weite suchen. Lasst uns doch alle gemeinsam gehen. Ihr werdet sterben wie der Rest eurer Sippe, Monster, ihr alle. Wir wünschen jedoch nicht, euch alle umzubringen. Gebt mir die Seekarte und das Schiff und wir gehen. Ja. Nö. Ihr werdet sterben. So muss es sein. Wir nicht verlassen werden diesen Ort, aber ihr auch nicht. Keiner darf von uns wissen. Keiner darf wissen, dass wir Bedrohung sind. Ihr werdet sterben, selbst wenn wir dabei auch sterben müssen. Vielleicht Seeland kommt mit einem anderen Schiff, aber im Moment keiner kann hier fort. Ich habe Keishas und so viele ihrer Art, wie ich finden konnte, ausgelöscht. Ich sollte jedoch meine Augen offen halten, denn sie erwähnte jemanden namens Seeland, der immer noch bei herumläuft. Garou, okay. Die Seekarten, die sind wichtig, ja. Und ein bisschen Geld. Und das war's. Und jetzt können wir die Insel verlassen. Die Reise nach Hause verläuft glücklicherweise ohne Zwischenfälle. Doch was auf der Insel geschehen ist, beschäftigt euch noch immer. Oberflächlich betrachtet scheint ihr eure Mission erfolgreich abgeschlossen zu haben, denn ihr habt die Überreste von Baldurians legendärem Schiff gefunden. Wenn ihr auch nicht herausfinden konntet, welches Schicksal Baldurian selbst ereilt hat. Doch diese Entdeckungen sind nicht nur euch, sondern auch den Bewohnern der Insel teuer zu stehen gekommen. Abgesehen von ihrem verschollenen Anführer werden sie ihre Insel nie verlassen können. Doch das ist wahrscheinlich für alle Beteiligten das Beste. Diese Entdeckungen sind nicht nur euch, sondern auch den Bewohnern der Insel teuer zu stehen gekommen. Abgesehen von ihrem verschollenen Anführer werden sie ihre Insel nie verlassen können. Doch das ist wahrscheinlich für alle Beteiligten das Beste. Ihr seid mit dem Leben davongekommen. Und bei eurer Rückkehr zum Festland erwartet euch eine stattliche Belohnung. Mendas wartet schon darauf, von eurem Triumph zu hören. Und ihr habt in der Tat einiges zu erzählen. Ja, wenn der Erzähler wüsste. Hütet euch besser vor meinem Zorn. Barisch, ihr seid zurückgekehrt, Abenteurer. Meister Seeland erwartet euch. Ihr täuscht euch, guter Freund. Wir sind zurückgekommen, um Mendas von Tiefwasser zu treffen. Und wer ist dieser Seeland? Seeland Khan ist der Anführer des wahren Volkes. Er wartet auf die Rückkehr seiner Gefährtin Keishas. Warum seid ihr nicht mit ihr zurückgekehrt? Es ist nicht an euch, Fragen zu stellen. Welche Rolle spielt ihr in dieser Geschichte? Es sieht so aus, als hätte man uns betrogen. Keishas ist tot und ihre monströsen Konsorten starben mit ihr. Wir wurden ausgesandt, um Baldurans Logbuch zu suchen. Hier bringen wir es und dafür erwarten wir unsere Bezahlung. Das Buch ist völlig unwichtig. Eure Aufgabe war es, des Meisters Sippe zu retten. Und wo ist die Gefährtin des Meisters, Keishas Khan? Es sieht aus, als hätte man uns betrogen. Keishas ist tot und ihre mörderischen Konsorten starben mit ihr. Das geht euch nichts an. Geht mir aus dem Weg. Nehmen wir das erste. Mörderischer Schuft abschaum. Der Meister wird dafür euer Mark aussaugen. Wie ihr wünscht. Ja. Der einsame Gelehrte. Die Großstadt ist einfach wundervoll. So viele. Lass mal rein hier. Ich muss mit euch sprechen. Bitte hört mir zu. Ihr kommt mit leeren Händen zurück. Hat Baresch doch gesprochen. Wahrheit ist meine Frau tot? Sie ließ uns keine Wahl. Sie hat uns mit dieser üblen Lykantropie angesteckt und wollte uns nicht weglassen. Entweder musste sie oder wir dran glauben. Warum habt ihr uns ausgeschickt? Was sollte auf dieser Insel geschehen? Das Logbuch war völlig unwichtig. Baldurian war in nichts. Er wollte die Gabe nicht, die die Großväter ihm boten. Ihr solltet nur geben Keishas die Seekarten und Kauruk töten, damit er nicht könnte folgen.
Keshas hätte Pack hierher gebracht, wo ich einen Ort für sie vorbereitet habe. Ihr Armseligen, ihr konntet nicht einmal ausführen solch einfache Aufgaben. Stattdessen tötet ihr meine Familie und stehlt Schiff, um zu retten eure kriminelle Haut.